Phänomenal, aber ja, dieses Projekt gibt es natürlich auch noch. Aloha Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ach ja, der Spielstand ist soweit wiederhergestellt. Ich kann ganz kurz mal so ein bisschen im Menü reinzeigen. Ich habe die maximale Feenschleuder-Upgrades, also auf 50 Kerne, 20 Sticks, die haben wir ja damals auch in den verlorenen Wäldern vom Deku-Kerl erhalten, also vom reichen Laubkerl. Wir haben drei Flaschen, zwei Feen, einmal Milch. Milch zum Beispiel hatten, glaube ich, auch nicht mehr und Feen hatten wir auch nicht beide voll, aber naja, eigentlich ist gerade alles soweit nur besser. Wir haben den Dungeon soweit zu 100% mit allen Skulpturen abgeschlossen. Die 20. haben wir im letzten Part gefunden, beziehungsweise habe ich auch diese als 20. offscreen gehabt. Sprich, ich konnte alles genauso gleich holen, also meine Route, in der ich das Spiel durchspiele, hat perfekt funktioniert. Ich hatte nur lediglich ein bisschen mehr Rubine, das liegt aber daran, dass ich dieses Spiel um die Silberschuppe mit dem Tauchen ein zweites Mal gespielt habe, versehentlich, und dann gab es da Rubine zu gewinnen, habe ich irgendwie hunderte Rubine gewonnen und naja, wir haben trotzdem diese Wundererbsen und damit haben wir uns ja eigentlich vorher die Tasche geleert. Wir können ja dann wenigstens schon 200 Rubine tragen, da wir ja 10 Skulpturas hatten und daher die große Geldbörse erhalten hatten. Aber gut, nicht weiter wichtig, ich speichere direkt mal. Leider bin ich auch beim Herspielen einmal Game Over gegangen, aber nicht was Skills angeht, sondern ich musste eben telefonieren, habe eigentlich Pause gedrückt, bin da halt rausgerannt, habe das nicht gesehen, war halt noch im Spiel, stand da so mitten im auf der Steppe. Das Telefon hat länger gedauert und hatten mich die ganzen Knochenjäger, diese Skelette halt getötet. Aber das ist jetzt nicht schlimm, da kann ich mit leben und na gut, dann gehen wir jetzt zum Endboss vom Lord Yabu Yabu, dem dritten Dungeon des Spiels. Der anspruchsvollste der drei Bosse. Goma war der allererste, mega einfach. King Dodongo, super duper mega einfach, ist noch leichter. Und jetzt kommt der anspruchsvollste. Der Name wird dann gleich verraten, wenn es denn da steht. Ach ja, aber schön, das wieder zu spielen, also zumindest aufzunehmen, denn ich hatte die ganze Zeit mega Lust drauf. Und ich muss gerade sagen, wie es dazu gekommen ist. Und zwar hat der Idiot namens Miso die Datei, was das Spiel betrifft, also die ROM. Ja, wir wissen ja, wir spielen auf dem PC, umbenannt und da ist doch der Speicherstand verloren gegangen. Also ein total klassisch dummer Fehler, den ich da gemacht habe. Aber gut, da sehen wir den Endboss und jetzt kommt auch der Name hinzu. Und zwar ein nicht gerade leicht aussprechbarer. Ihr seht es, Elektora Restrisches Biotentakel-Barinade. Ich glaube, den ersten Teil mit dem Elektro, keine Ahnung, habe ich schon falsch ausgesprochen. Das habe ich mir auch eigentlich nie durchgelesen. Ich weiß nur, er ähnelt doch sehr dem Kanifora-Endboss aus Wind Waker oder Wind Waker HD, beziehungsweise ähnelt Kanifora ihm, da er hier die Erstauflage ist. Autsch. Halt viel mit dem Bumerang arbeiten. So, jetzt erstmal die ganzen kleinen lästigen Quallen wegmachen. Die haben alle Tentakel. Ich finde Tentakel ekelhaft. Oh Gott, das Karussell setzt wieder ein. No, wow. Okay, und zack. Ach, trefft doch. Schnell. Nein. Wow. Denn ihr seht schon, die Tentakel. Also nein, wenn wir dieses Hauptteil treffen, werden die ganzen Quallen davon gelöst. Mir fallen die Wörter gerade nicht so ganz ein. Ach, Schule und so. Ich glaube, jetzt haben wir alle besiegt. Ich höre nämlich, dass was Neues beginnt. Was? Die hat sich die Quallen wiedergeholt? Oh Gott, warum? Nein! Weg! Oh Gott, ich stecke an der Wand! Oh, die Kamera, die sagt mir, da ist noch Platz und dann komme ich gar nicht mehr durch. Ich muss die jetzt einfach random treffen, da irgendwann kann ich da schon durch. Ja, genau. So, jetzt können wir das Haupttentakel-Ding nicht vernetzen. Das heißt, wir müssen uns um die Quallen kümmern. Wie wir auch die ganze Zeit eigentlich schon tun. Oh Gott. Kamera, Bumerang. Okay, und Treffer. Oder auch nicht. Mein Gott, komm schon. Genau. Ah, der Bumerang hat so eine lange Laufbahn. Und jetzt reicht es. So, jetzt müssen wir das Hauptteil nur noch treffen. So, nach einer Sprungattacke dann so weiterarbeiten. Ach so, okay. Geht schon nicht mehr. Also jetzt schießt es hier mit seinen Elektroimpulsen. Zumindest kommt es mir vor wie Elektroimpulse. Ich weiß nicht. Das ist ja alles mit Biologie verbunden. Daher bin ich jetzt einfach mal auf elektrische Impulse gekommen. Da wir das momentan alles so haben. Also Körperaufbau, Synapsen, wenn es jemandem was sagt. Das zentrale Nervensystem und das Rückenmark, was überhaupt das Ganze möglich macht, von wegen gleichzeitig atmen und blinzeln und so, wenn der Körper das
Ja, wir können das entsteuern, sonst würden wir das echt total vergessen. Also das Atmen, alles, das wird dann vom Rückenmark verursacht, dass wir daran automatisch denken. Zusammen mit dem zentralen Nervensystem und dem Gehirn. Einfach mal ein bisschen Weisheiten mitgeben. Übrigens, der Endboss ist wirklich so schwach. Ich habe nicht irgendwie gecheatet, dass wir so wenig Schaden bekommen. Das ist regulär so. So, jetzt genug über Biologie in Schule geredet. Marinade, es wird Zeit zu gehen. Das war doch der Siegestreffer. Übrigens, ich glaube, wir haben 8 Herzcontainer und ein Herzteil. Soweit war das, glaube ich, auch damals. Jetzt kriegen wir dann den 9. Herzcontainer. Ach ja, schön. Gut, und da ist Herzcontainer Nummer 9. Ein Herzcontainer, die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Oh nee, Ruto. Oh Gott, nee. Ach Gott, nee, Kimbuk. Oh, wir haben gar kein Herzteil. Wir haben genau 8 Container gehabt und jetzt ist der 9. hinzugekommen. Dann ist gut. Ich wollte eigentlich nur mal nochmal drauf aufklären. Ich dachte, ich hätte eigentlich noch ein Herzteil gefunden, aber war nicht so. Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Ach, die alte Rechtschreibung. Bisschen schreibt man, glaube ich, Bisschen. Und da wird es noch mit SZ geschrieben. Aber gut, das ist ja nicht nur da der Fall. Bei dem das Wort das, also der Artikel, wird ja heutzutage auch mit einem S oder nach dem Komma mit zwei S geschrieben, wenn man nicht dieses, welches oder jenes einsetzen kann. Und was habe ich ihm gesagt? Genug schulisches Gelaber. Gott, ich bin dieses Jahr ein bisschen zu gut in der Schule oder lerne ein bisschen zu viel. Oder was heißt lerne? Das weiß ich schon länger, aber das ist halt Wiederholungskram, der mal ganz kurz nochmal erwähnt wurde. Denn, naja, Zeugnis gibt es jetzt am Freitag und das ist eigentlich gar nicht mal so mies. Ich weiß leider schon 3 Vieren, aber auch 4 Zweien und ein paar Dreier. Also es ist ein 2,8, 2,9 Schnitt, je nachdem. Na gut. Hey du bist cool. Ein bisschen mehr als alle anderen. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Ich überlege auch gerade, naja wird in neueren Zelda-Teilen wie Wind Waker mal nicht auseinandergeschrieben. Hier schreibt man naja zusammen. Ich würde jetzt naja eigentlich auch zusammenschreiben, aber dieses Hin und Her in 10.000 Spielen ist irgendeine andere Rechtschreibung, obwohl die auch neuer sind. Ich sag mal, in Wind Waker wird naja, glaube ich, so zusammengeschrieben. Ich kann mich an andere Spiele erinnern, wo es wiederum. Also Wind Waker auseinander. Und ich kann mich an andere Spiele erinnern, wo es zusammengeschrieben wurde. Aber total egal. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Heiligen Stein eigentlich. Ja, wir sind direkt. Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Oh Gott, nee. Nee, guck mich nicht so an. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Als Ausnahme oder haben wir damit jetzt geheiratet? Ich will kein Wasser-Amphibienwesen heiraten, was so spitze Brüste hat. Nicht, dass es mir dabei auf die Brüste ankommt, aber. Nee, ich will kein Amphibientier heiraten. Kein Amphibientier? Ja, keine Amphibie oder irgendwie sowas. Keine Kaulquappe, zumindest sind Zoras das für mich. Irgendwie sowas, ach Gott. Aber gut, jetzt habe ich einen Moment sowieso so schön kaputt gemacht. Wir haben den dritten von drei heiligen Steinen. Der Zora-Saphir, von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Ach, naja, eigentlich schon, aber wir machen das noch nicht sofort. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Nee, ich kann schweigen wie ein Grab. Vor allem, wenn dein Daddy sich auf mich setzt, bin ich platt wie sowas. Dann kann man mich direkt unter das Grab legen. Dann bin ich beerdigt. Aber gut. Hier wären wir dann soweit fertig. Ich kann sagen, wir werden irgendwann mal hierher zurückkehren. Auch Skulltula-technisch muss ich ja mal schauen. Das wird der erste Run, in dem ich versuche, alle 100 Skulltulas zu finden. Das habe ich mich noch wirklich niemals getraut. Also ich hatte gar keine Lust, danach zu suchen. Eigentlich ganz einfach, wenn man wirklich gelegen an Orten ankommt und immer wieder mal Nacht macht, also mit der Hymne der Sonne, die wir besitzen, kann man eigentlich ganz schnell mal ohne zu suchen, speziell 70 bis 80 finden, aber es gibt auch welche, die sind fies, beziehungsweise welche, die sind unlogisch, wenn man halt Käfer in diese Wundererbsenflächen gibt. Natürlich nicht überall, aber öfters. Das hatten wir ja auch schon, als wir in den verlorenen Wäldern waren, eben hinten bei den Laubkerl, wo wir dann das Upgrade für 20 Deku-Stäbe gekauft haben. Hier kommt noch ein Zora hoch. Jumpscare. Man sieht es immer so an den Blasen, die unter Wasser sind.
Aber gut, Zoras Reich auch vorerst fertig. Das freut mich. Ach, dann geht es jetzt in Richtung Hyrule, also Schloss Hyrule. Aber vorher dieses Herzteil. Wir haben einen Bumerang, also was soll ich noch sagen? Her damit. Und zwar Heps. Ja, komm zu Papa. Oh, nee, Quatsch, das landet nur auf der Plattform hier unten. Man denkt manchmal auch wirklich, das würde wegfallen oder so. Nee, da ist es. Ein Herzteil. Hast die 4 Teile gesammelt, wird die Energieleiste um 1 Herzcontainer erhöht. Okay, diesen Screen kenne ich ja mittlerweile etwas besser als alle anderen. Na gut, Leute, die 4 Zelda spielen sowieso, aber ich meine, ich habe ihn jetzt in den letzten Tagen oft gesehen. Denn ich habe ja per Feed, also Post oder Bulletin, wie man es nennen möchte, auf YouTube angekündigt, dass der Let's Play Spiel schon wieder auf Part 9 sei. Sprich, ich war gerade so gut wie mit Dodongos Höhle fertig, aber danach habe ich halt den Emulator gewechselt, weil der alte sich nicht viel gespackt hat, sprich, das ist eine ganz alte Version, Project 64 1.6 noch, also so ziemlich die Standardversion, die eigentlich fast alle benutzen oder einige Leute, und naja, der Spielchen muss halt wieder von vorne angefangen werden, sprich, das ist jetzt, in den letzten Wochen habe ich eigentlich fast nur Ocarina of Time gespielt, wenn ich dann die Lust hatte oder die Zeit dazu hatte, sonst wären nämlich auch wieder schneller Projekte gekommen. Mit Pokémon Pair kann ich gerade nichts sagen, da habe ich Part 13 aufgenommen gehabt, hatte leider Fails drin. Ich habe gesehen, ich habe falsch aufgenommen, falsches Format, sprich, es fehlt der Großteil des Bildschirms. Und, naja, musste ich nochmal neu machen. Dachte so, oh Gott, Spielchen löschen, nochmal von vorne anfangen. Aber zum Glück hatte ich nach Part 12 nicht nur Save-State gemacht, sondern regulär gespeichert. Und von daher, aber fällt euch was auf? Guck mal, es ist noch Tag, die Fackeln leuchten aber schon, als wäre Nacht. Oh, klar, die Sonne geht jetzt unter, aber das Tor ist schon oben. Und es wird hier so komisch dunkel. Ist das normal? Nein, das ist definitiv nicht normal. Was ist denn hier los? Warte mal ganz kurz. Wir spielen einmal eben Hymne der Sonne, damit wieder Tag wird. Dann lassen wir gerade die Sonne da runtergehen. Müsste jetzt die Knochen... Ja, genau, diese Knochenjäger meinte ich vorhin. Ach, Quatsch. Hymne der Sonne gespielt. So. Tschüss, der Mond ist wieder da. Nee, weg. Der Mond kann ja mit Joe's Mask bleiben von mir aus. Das ist die Sonne, also... Hä? Zugtor, hallo. Was ist denn hier los? Cutscene? Was geht denn hier vor? Da kann doch etwas nicht stimmen. Und ich sehe schon was. Alte Grafiken. Es regnet und das Feuer bleibt an. Aber gut, das ist so ein kleiner Insider. Ach Gott. Au, oh, ich sehe gerade. Ja, Zugbrücke geht runter. Das heißt, wir können endlich rein. Ein weißes Fe- Zelda? Ja, Zelda und Impa. Warte mal. Ich krieg gerade eine Gänsehaut. Kenne ich das nicht irgendwoher? Das wird noch Déjà... Was war das denn? Irgendwas Blaues. Sah aus wie eine Ocarina. Ja, Leute. Und ab dieser Sekunde habe ich eine Gänsehaut. Das ist ein Déjà-vu, verdammt nochmal. Womit hat das Spiel begonnen? Mit der Legende. Zwar standen wir diesem Mann schon mal gegenüber. Nicht mit Schwert und Schild und allem. Auch nicht mit Navi, der Fee. Aber wir standen mir gegenüber. Und das ist gruselig. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Ich weiß nicht, wen meinst du, was soll... Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du na... Hey, wen denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber gut. Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Was meinst du? Was zur Hölle machst du da? Kamehameha? Oh! Oh, zum Glück habe ich 9 Herzcontainer. Daher stecken wir ein bisschen was ein. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos.
Der König der Redheads. Oho. Hey! Verdammt nochmal, lass sie doch in Ruhe. Wo willst du hin? Oh. Das war der Mann, den wir im Schloss gesehen hatten. Zelda hatte mit allem recht. Aber wir haben ja sowieso geglaubt, aber... Oh. Alles bewahrheitet sich. Die Prophezeiung. Der Auserwählte. All das muss dann irgendwo einen Sinn ergeben. Aber nicht ganz vergessen, bevor wir jetzt ins Schloss laufen. Warte mal, Zelda hat doch hier was ins Wasser geworfen. Ja, da, genau. Was ist das? Navi, hau mal an. Was mag das sein? Ich weiß es auch nicht. Und Peps, danach tauchen. Wir haben es... Wow! Die Ocarina der Zeit. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Mhm, ich sehe schon. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Tja, so geheimnisvolle Kräfte, dass Zelda nun mit aus einem fernen Ort mit uns kommunizieren kann. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Link, nun da du die Ocarina in deinen Händen hältst. Bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Oh, tut mir leid, dann war ja der Monat Ocarina of Time Pause doch ein bisschen zu lang. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Melodie? Das Lied öffnet das Zeitportal. Rechts, runter, rechts, runter. Spiele die Melodie mit A und C. Die Hymne der Zeit gespielt. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Wohlan, Link, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit, vor dem Zeitalter. Okay, wir haben verstanden, Zelda. Dann werden wir das doch mal machen. Aber jedoch nicht in diesem Part und auch vielleicht noch nicht im nächsten. Ich möchte noch ein bisschen was an Sachen sammeln, also Herzteile und wichtige Dinge, sonst kriegen wir nachher gewisse Upgrades nicht mehr. Das müssen wir getan haben, bevor wir an der Zitadelle der Zeit etwas Bestimmtes erledigen. Was sage ich jetzt nicht? Ich möchte das Spiel für die wenigen, die es noch nicht durchgespielt haben, beziehungsweise gar nicht so weit kennen, nicht vorgreifen, nicht spoilern. Auf jeden Fall, seitdem die Wache uns in Kakariko angesprochen hat, können wir ihm nicht so eine Fuchsmaske besorgen, hat dieser Laden offen. Ich weiß gar nicht, haben wir in einem Part die Maske da ausgeladen, diese Fuchsmaske? Ich glaube nicht, aber wir werden jetzt in diesem und im nächsten Part Maskenhändler ein bisschen kommunizieren, nenne ich das mal. Kennt ihr den? Majora's Mask ist zwar 2 Jahre später erschienen, aber daher kennt man den Maskenhändler halt. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gerne ein Bote der Freude? Ah, pass auf dich. Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Links, Link, links. Übrigens, wenn du alle Masken verbrauchst, dann wirst du auch glücklicher sein. Vertrau mir. Und Fuchsmaske, Preis 10 Rubine, der letzte Schrei, sehr angesagt. Möchtest du die Fuchsmaske leihen? Okay, klar. Yeah, trage sie mit C, um sie zu zeigen. Wetten, du machst dich damit beliebt? Keine Ahnung, aber ich weiß, die werden wir jetzt auf jeden Fall mal anziehen. Und wir sind aus wie ein Pikachu. Ja, Pikachu! Naja, nicht genau, wir sind eher aus wie ein Keton-Fuchs. Auch diese lernt man, glaube ich, übertragbar erst in Majora's Mask kennen. Auch nicht lange oder so, kleiner Gastauftritt, der optional ist. Wenn man die Maske da in dem Spiel nicht finden sollte, dann kann man diese auch gar nicht treffen. Die haben nämlich nur eigentlich eine Bestimmung. Also, naja, im Endeffekt läuft es auf dem Herz da hinaus, aber gut, ich habe gespoilert, dass es die Maske da schon gibt. Tut mir leid.
Wow, kommst du gerade aus dem Fratzenwald? Ich sehe schon, wie beliebt ich mich damit mache. Pikachu sind wohl 1996 oder so, ne? Naja, nicht mal mehr das Jahr stimmt, aber egal. Ich weiß gerade leider das Jahr von Pokémon gar nicht mehr. 1998, richtig? Also gelb, grün und... okay, eher rot und blau. Grün nicht bei uns. Und gelb kam ja sozusagen für grün als Erneuerung, aber das war schon 2000, meine ich. Und 2001? Nee, doch, 2000 kam dann gelb, aber auch, glaube ich, Gold und Silber. Und 2001 sind Kristall? 2003 kam dann Saphir und Rubin, 2005 Smaragd. 2007 kamen dann Diamant und Perl, 2009 Platin. 2010 erschien Hardgold zu Silber und 2011 Pokémon Schwarz-Weiß, 2012 Schwarz-2-Weiß-2 und 2013 X und Y, die mega gut sind. Also die besten an sich doch schon. Ich hatte damals so meine Zweifel, aber mittlerweile konnte die Generation mich überzeugen, einfach um es so zu sagen. Ich weiß nicht, alles stimmt, erst recht doch die ganzen Nebendinger. Ich meine, die Spin-Offs halt, heißt es ja. Mystery Dungeon 2006, also Team Blau und so. Ach, das war cool. Aber gut, lup. Ha, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... würdest du sie mir verkaufen? Ja. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musstest, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn gemacht. Erwirtschaftet. Schluck auf. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Ja, wir konnten nicht mehr tragen, sprich, wir haben eigentlich nur Rubinverlust gemacht, aber das geht sich schon irgendwie wieder aus. Aber zum Maskenhändler geht's im nächsten Part. Der Part hier hat sein Limit erreicht. Schön, wieder Ocarina of Time gebracht haben. Ich speichere mal gerade regulär das Spiel. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Im nächsten Part dann weiter mit der Maskenhändler-Quest. Und sonst könnten wir es schon schaffen, zur Zitadelle der Zeit zu gehen. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ciao!